will doch nur reden. Nee, also irgendwie ist der zu... Nee. Nee? Mhm. Na, dann nehme ich deinen, komm. Ja, ach, komm, Stößchen. Stößchen. Bisschen vorglühen. Mhm. Mhm. Lecker, ne? Mhm. Bisschen kleine Gläser. Okay, wir sind dann weg. Warum macht ihr das immer? Das ist einfach nur peinlich. Weil es Spaß macht. Mama, zieh's aus. Komm schon. Ich schätze eben deinen guten Geschmack. Also ich find's eigentlich besser als das letzte Mal. Ja, ist ja auch meins. Immerhin. Danke. So, jetzt auf den Schluss. Tschüss. Tschüss. Hey, was sollen die Kinder machen? Fliegen? Die kleine Pause langt nicht, dass sie rechtzeitig rüber ins Klassenzimmer kommen. Jetzt soll ich meinen Unterricht früher beenden, oder was? Oh, und verstehe. Ja, das wäre gut. Woher willst du denn das wissen? Hä? Wir reden über unseren neuen Kollegen, Herrn Vossler. Frauenklatsch. Ja, na dann. Ich finde, das sieht man. Morgen. Morgen. Dazu fällt mir ein, dass ich mit deinem Frauenversteher noch ein veritables Hühnchen zurupfen. Bis später. Herr Förster, kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, klar. Sie haben meinem Sohn vor 3 Tagen Verweis wegen Disziplinlosigkeit erteilt. Ich habe mit Niklas gesprochen und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Er sagt, er hat ihn nur widersprochen und das sehr sachlich. Sagt er das, ja? Ja, sagt er. Und das muss ja schließlich noch möglich sein. Das ist so irgendwie lächerlich, was ich sage, oder? Nein, Sie sehen mal wirklich wunderschön aus, wenn Sie so wütend sind. Tut mir leid, ich muss Ihnen das sagen. Ich kann den Verweis aber unmöglich alleine deswegen zurücknehmen. Das erwarten Sie ja letztlich von mir. Ja, das erwarte ich letztlich von Ihnen. Darf ich Ihnen einen Vorschlag zur Güte machen? Wir diskutieren das bei einem guten Essen und einem Glas Wein aus. Und wenn Sie mich davon überzeugen, den Verweis zurückzunehmen, dann zahle ich. Und sonst zahlen Sie. Herr Westlund, bitte. Ziehe ich doch mit? Mach dir mal. Vergessen Sie es, sie hat Höhenangst. Gehen wir? Los! Das nennst du also Zähneputzen? Ich verstehe es nicht. Als Bernd das gemacht hat, war es so leicht. Bernd, duzt ihr euch jetzt? Ihr küsst euch und wir duzen uns. Ist doch gerecht, oder? Bleibt er jetzt noch? Ja, wir trinken noch einen Wein zusammen. Aha. Warum ist der Papa einfach gegangen, als ich noch ein Baby war? Er hat mich nicht mehr geliebt und ich ihn wahrscheinlich auch nicht. Auf jeden Fall nicht wegen dir oder Paula. Du hast schon ganz lange nicht mehr davon gesprochen. Ich dachte schon, es wäre dir nicht mehr wichtig. Ist es auch nicht. Gut. Aber wenn mich manchmal Leute so komisch angucken, weil ich keinen Papa habe, dann... Und das machen sie? Ja, manchmal. Ich weiß, du hättest gern einen richtigen Papa, hm? Zum Raufen und Klettern und all das, wo die Mamas nicht so gut sind. Aber du bist eine tolle Mama. Danke, Spatz. So, und die tolle Mama will jetzt, dass du die Zähne putzt, und zwar ordentlich. Und dann wird geschlafen. Versprochen.
Stückchen Wein? Ein bisschen mehr? Stopp, das reicht. Das ist mir lieber. Und jetzt? Jetzt räumen wir die Küche. Paula kriegt nach dem Abendessen jetzt richtig Hunger. Ja, hör mal. Hallo. Hallo. Ich bin auch kurz zur Stunde Berliner, ja? Ciao, viel Spaß noch. Hm? Ja, bis gleich. Was ist das für ein Andenken? Der Krieger kommt heim aus der Schlacht, sein stählerner Körper übersät mit unzähligen Narben, die von seinen Heldentaten zeugen. Ich weiß nicht, wo die Narbe hier ist. War schon da, als ich klein war. Hast du doch auch nicht so drauf geachtet, dass die Kinder schlafen? War ich so laut? Hast du deine Eltern nie gefragt? Doch. Aber die haben mich adoptiert, als ich 4 war. Gab's die Narbe schon? Und vorher? Was war da? Ich meine, warum bist du adoptiert worden? Ich habe keine Erinnerung an meine Kindheit. Aber in der letzten halben Stunde habe ich eine Erinnerung. Eine halbe Stunde. Bist du dir da sicher? Hallo. Und dann hat sie Chiara total von Bernd vorgeschwärmt. Echt am Telefon. Ich hab's doch genau gehört. Hm. Der Opa sollte noch viel mehr Himbeeren pflanzen. Und Brombeeren. Meinst du, er zieht irgendwann zu uns? Dann wären wir so eine richtige Familie. Können wir gleich eine Privatschule aufmachen? Wieso? Findest du ihn nicht gut? Man, ganz ehrlich, das ist immer das Gleiche. Wir bleiben doch nur ganz kurz. Das Wichtigste überhaupt. Gleich, welche Puppe du später noch in die Hand bekommen hast. Potzelchen war schön. Papa, lass doch. Gleich. Was ist das denn? Hat sie noch neulich in der Hand gehabt. Dachte ich. Papa? Ich. Papa, du musst die Butter in den Kühlschrank stellen, nicht hier in den Schrank. Ja. Hier, nimmst du. Hast du dir die Prospekte vom Luisenstiftel jetzt mal angesehen? Was? Ach so, ja, das mache ich schon noch. Das eilt ja nicht. Doch. Stell mal vor, ich bin krank oder brech mir ein Bein. Was machst du nur dann? Wie kommst du denn dann zurecht? Hier, für dich. Das ist aber ganz lieb, mein Junge. Wir holen noch mehr. Danke. Niklas sagt, du hast einen neuen Mann. Aha. Ja, das ist gut. So allein wird die Zeit auch lang manchmal. Und ist es der Richtige? Jetzt mal langsam. Lass mich von Ihnen noch lange nicht anschreien. Erstens, ich habe nicht geschrien. So ist es. Zweitens, wenn du meinen Unterricht störst, werde ich mich dagegen... Ich habe meine Meinung. Was, du wolltest provozieren, sonst nichts. Das lasse ich mir nicht bieten von niemandem. Ich bin 18. Ich wüsste nicht, dass wir uns duzen. Pass auf. Ich lasse mich von Ihnen nicht einschüchtern. Ich sage immer noch, was ich denke. Da können Sie mir so viel drohen, wie Sie wollen.
geht's. Komm, dass du da bist. Na? Während die Tür ist offen. Dann macht man sie eben zu. Du blutest ja. Das ist nur ein Ratsche. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Lehrerin geworden bin. Also, das ist jetzt nicht so pädagogisch wertvoll, als wie ich wollte Kindern was fürs Leben beibringen. Es war eher so eine Sehnsucht. Kinder stehen ja für Freiheit und... Hast du keine Spieße? Was für Spieße? Ja, Spieße für die Rouladen. Ach so, warte mal. Spinnst du? Entschuldigung. Naja, komm, hilf mir. Ich kann gerade nicht, siehst du ja. Jetzt hilf mir bitte! Bernd, du machst dich gerade ein bisschen lächerlich. Merkst du das gar nicht? Du hilfst mir jetzt. Oh. Raus. Geh. Ich weiß nicht, wie ich mich entschuldigen soll, Anna. Geh einfach. Es tut mir so wahnsinnig leid. Glaubst du mir das? Ich möchte jetzt einfach alleine sein, okay? Vorfall. Das ist aber nett ausgedrückt. Was soll ich denn sonst sagen? Ausreißer, Entgleisung oder... Ja, ist alles besser. Verstehst du nicht, was du da machst? Du suchst eine Entschuldigung für ihn. Aber da gibt's nichts zu entschuldigen. Ich hab gedacht, das ist endlich mal ein toller Mann. Ich glaub's einfach nicht. Irgendwie muss ich es verstehen. Wieso? Ich will einfach nicht, dass es schon wieder vorbei ist, auch wegen der Kinder. Jetzt schieb doch nicht die Kinder vor. Wenn du das entschuldigst, dann lass du es dir damit gefallen. Was ist denn mit dir los? Für dich. Ja, ich mache auch einen Kniefall für dich, alles. Haben wir heute nicht schon viermal miteinander telefoniert? Das hat dir nichts genützt. Ja. Steh auf und komm meinetwegen rein. Ist ja total peinlich.
tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber das musst du mir glauben. Ich weiß, dass man das nicht mit ein paar Blumen wieder gut machen kann. Boah, alles ist ja ein ganzer Blumenladen. Hallo, Sophie, hat die Mama ja noch nie bekommen. Ja, jetzt ist gut. Hier, hol lieber meine Vase. Ich wollte dich eigentlich einladen. Beach Club. Ich weiß nicht. Halt so, als ob plötzlich irgendwas in dir ausrastet. Erschreckst dich total, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Dann gehst du natürlich auf Abstand. Gar nicht bewusst, aber du machst es halt. Letztlich macht das einsam. Komm, lass uns tanzen gehen. Schlaudri? Nein, Schludri. Schludri? Ja, Schludri, kennst du den Ausdruck gar nicht? Nee, also dein Ex war ein Schludri. Genau. Ja, was heißt denn das? Das heißt, er hat nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Aha. Deshalb hast du ihn verlassen? Nein, er ist gegangen. Wir waren ja beide einfach noch sehr jung. Als ich Paula geboren habe, war ich gerade mal 20 und hat angefangen zu studieren. Und Sven hatte ja auch keinen richtigen Beruf. Also eigentlich hat er gar keinen. Er ist nur rumgehangen und hat halt mal irgendwie so Jobs angenommen, wenn es sich gerade mal ergeben hat. Aber naja, es war irgendwie ein bisschen schwierig. Wir hatten nie Geld, aber ich habe ihn halt geliebt. Aber als ich dann mit Niklas schwanger war, habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Da wollte ich, dass er sich mal einen richtigen Beruf sucht und anständiges Geld verdient. Naja, Druck, Druck, Druck. Was heißt da Druck, Druck, Druck? Wir haben ein zweites Kind erwartet. Ich wollte, dass er Verantwortung übernimmt für das Kind, für die Familie. Ich wollte das nicht alles alleine machen. Ich wollte, dass er mal endlich sein Leben in den Griff bekommt. Mhm. So wie du. Mhm. Ja, zum Beispiel. Aber 5 Monate nach Niklas Geburt ist er gegangen nach Australien. Im Grunde wollte er einfach nicht erwachsen werden. Auf jeden Fall ist er nie wiedergekommen und hat sich auch nicht mehr gemeldet. Tja. Du hattest es nicht mehr im Griff. Warum sagst du das jetzt? Ach, nur so, weil du immer alles im Griff haben willst. Das stimmt doch gar nicht. Doch, du willst immer alles im Griff haben, alles unter Kontrolle. Wenn es mal nicht so ist, dann, hast du ein Problem. Ja, okay. Lass doch einfach mal los. Nein, ich möchte jetzt einfach nicht. Denk doch einfach mal nicht so viel nach. Ich weiß auch schon, wie das bei dir geht. Ja, okay, Bernd. Ich muss da noch ihre Handgelenke fotografieren. Ja. Entschuldigung, das hier ist das Lehrerzimmer. Das Sekretariat ist nebenan. Wir suchen Herrn Vossler. Für den Sack voller Pubertisten. Bernd? Ich habe normalerweise eine Elternsprechstunde. Ist es dringend? Kripo Hamburg. Herr Vossler, wir möchten Sie bitten, mitzukommen.
Was wollen die denn? Ich hab keine Ahnung. Bitte, kommen Sie mit. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird zu 2 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. Ich komme jetzt zur Urteilsbegründung. Auch wenn bei dieser Tat Wort gegen Wort steht, so sprechen die Indizien doch eine ganz eindeutige Sprache. Bernd Vossler ist im Sinne der Anklage, die ihm Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung vorwirft, schuldig. Erschwerend kommt hinzu, dass der Angeklagte nicht ist. Frau Inning! Das ist ein sehr gutes Urteil. Frau Inning, ich habe ja gesagt, mehr war nicht zu erwarten, so wie sie der Fall darstellt. Und immerhin, keine Bewährung. Ich habe davon geträumt, dass er wiederkommt, dass er freigesprochen wird. Und ich werde verhaftet und sie nehmen mir die Kinder weg und sie kommen zu ihm. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Aufstehen, Frühstück. Ja, ich komme. Morgen. Ich will nicht, dass du hier mit Lukas schläfst und dann noch nicht mal deine Zimmertür abschließt. Mama, chill doch mal. Wir sind seit 5 Monaten zusammen. Findest du dich nicht ein bisschen lächerlich? Ja, meinetwegen ist es lächerlich. Oder prüde, aber ich will es einfach nicht. Glaubst du jetzt, dass Niklas davon den Schaden kriegt? Wenn das so ist, solltest du langsam mal mit der Aufklärung anfangen. Bienchen und so. Doch. Wundere dich nicht über ihr Gesicht, wir führen gerade ein Aufklärungsgespräch. Machst du uns Frühstück? Machst du uns Frühstück, alles klar. Mann, nimm nicht wieder alles. Mach alles. Mann, Niklas, du kannst es nicht immer alle machen, Mann, Mama. Das ist bestimmt wieder dein toller Freund Max. Sag ihm endlich mal, dass er dich später abholen soll. Okay. Mama, mach doch mal auf. Mach gut, selber auf. Mach du doch auf, das ist doch dein bescheuerter Freund. Okay. Große Schwester muss man erst überleben, ich kenne das. Hey. Guten Tag. Kennen Sie Herrn Bernd? Bernd Vossler? Hey, keine Panik. Ich tue Ihnen nichts. Ich wollte nur sagen, Sie sollten aufpassen. Der hat den fixen Gedanken, dass Sie sein Leben zerstört haben. Da ist er richtig besessen von. Will sich an Ihnen rächen. Woher wissen Sie das? Ich habe mit ihm eingesessen, die letzten 3 Monate. Aber sagen Sie ihm nicht, dass ich hier war. Ist er denn schon entlassen worden? Die Haftstrafe ist doch noch gar nicht abgesessen. Sollte er vor 2 Wochen. 2/3 Strafe. Aber brav. So, Niklas, hier eine kleine Aufklärungsstunde für dich. Tanzsprache der Bienen. Beim Schwänzeltanz kommt es auf die genaue Richtung. Und es war nicht Max, oder? Ihr müsst jetzt los. Wer war's denn? Ach, nur wegen der grünen Tonne. Ha, sag ich doch. Sag ich doch. Sonst ist es aber trotzdem immer Max. Wenn ihr dann alles zusammengemanscht habt, schiebt ihr das in den Kühlschrank. Wo muss das dann hin? Zur Butter oder zum Schinken? Ins Eisfach. Genau. Und warum? Weil es da kalt ist. Richtig. Und wie kalt muss es sein, damit
aus eurem Gemansche Eis wird? Ganz kalt, minus 19 Grad. Das ist falsch. Also bei uns sind es immer minus 19 Grad. Bei euch vielleicht. Pause. Er wird vor 2 Wochen entlassen, aber niemand macht sich die Mühe, mir das auch nur mitzuteilen. Warum ich... Nein, er ist nicht bei mir aufgetaucht, nur dieser Zellennachbar. Ja, Sie haben gut reden, lassen sich nicht ins Boxhorn jagen. Woher wissen Sie das denn so genau? Ja, warum? Sie sind mein Anwalt, da... Ja, danke. Das muss auch mit Augen zugehen. Ja klar, mach du doch. Bring dir. Oh Mann, das ist kleiner Winzling. Ja. Winzling. Hast du es drin getan? Nein, hast du wohl auch. Paula, Niklas! Zwei. Was macht Mama hier? Hallo! Entschuldigung. Was hat denn die für eine Laune? Komm, wir gehen. Und die Dienstmagd kann es dann wieder wegwischen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Du hättest uns doch überhaupt nicht abholen brauchen, sonst kriegt Niklas doch auch immer mit. Wieso mega peinlich? Ich bin doch kein Baby mehr. Scheiße. Niklas, ich will das nicht hören. Außerdem musst du deine scheiß Laune nicht an uns auslassen. Die ganze Zeit jetzt schon. Paula, warst du an meinem Schreibtisch? Nein. Entschuldige. Niklas! Bin auf dem Klo. Mama, was ist eigentlich mit dir? Ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal ein Glas Wein. Aber danke, dass du gefragt hast. Hey, du lebst ja noch. Ja. Bleib mal hin. Nach dem Telefonat gestern war ich mir da nicht mehr so sicher. Ja, es geht doch nichts über eine mitfühlende Freundin. Ja, stimmt. Deswegen habe ich auch mal nachgedacht. Klar hat Bernd im Knast irgendwas von Rache gefaselt. Ist doch normal. Das ist ein Alpha-Männchen. Aber von was zu reden und es dann auch zu tun, das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge. Meinst du? Ja, er ist jetzt seit 2 Wochen draußen und ist ja vorbeigekommen. Vielleicht ist ja genau das seine Rache. Also, wenn ich dein Bernd wäre... Mein Bernd, sag mal. Entschuldigung, ja. Also, wenn ich er wäre und ich sitze da so in meiner Scheißzelle und stell mir vor, wie du gerade gemütlichen Kaffee trinkst zum Beispiel und mein Zellnachbar, der schnarcht mal wieder tierisch, dann denke ich mir doch auch, hey, den schicke ich mal bei ihr vorbei. Der schuldet mir eh noch was. Und der macht dann irgendwie einen Riesenzauber von wegen Rache und was weiß ich. Perfekter Plan, oder? Der Kerl an der Haustür klang wirklich wie... Glaubhaft? Sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich da war, ja? Das ist doch lachhaft. Ich denke, der Typ war ein Schrank mit Tattoos und mit allem. Und der soll dann vor einem Gymnasiallehrer Angst haben? Mathe und Informatik, also. Wahrscheinlich hast du recht. Was willst du? Was ich will? Ich will der Frau ins Gesicht sehen, die ich mal geliebt habe. Und die mein Leben zerstört hat. Wir verstehen, warum? Dein Leben zerstört. 18 Monate sind eine sehr lange Zeit, Hannah. Sehr viel Zeit. Die sehr langsam vergeht im Gefängnis. Und diese ganze lange Zeit habe ich darüber nachgedacht, was in dir in dieser Nacht wohl passiert ist. Das verstehe ich nicht.
Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was passiert ist. Nein, du bist so krank. Warum hast du Männer, Hannah? Hau ab, verschwinde. Was willst du, mir Angst machen? Dich rächen? Ich will verstehen, warum. Ich weiß, dass du dich rächen willst. Du bist besessen davon. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich noch einmal ansprichst, rufe ich die Polizei. Hast du verstanden? Du müsstest jetzt mal dein Gesicht sehen. Diesen Hass. Du hast mich. Du hast alle Männer. Das ist aber auch die Geschichte mit deinem Mann damals. Du bist einfach nur krank. Du hast sie. Und wenn sie dir zu nahe kommen, dann versuchst du sie zu vernichten, so wie mich. Ich bin aber kein Opfer, Hannah. Ich weiß mich zu wehren. Geh weg. Geh weg! Das ist die Tassensklave. Das hättest du wohl gerne. Ah, meine Lieblingssklavin, sie kann das Mahl zubereiten. Meine Lieblingssklavin hustet dir gleich was. Herr Vossler ist wieder aufgetaucht. Was ist denn wieder aufgetaucht? Das heißt, er stand plötzlich am Parkplatz und hat wirres Zeug geredet. Was denn für wirres Zeug? Unsinn, er wird doch... Niklas, wo gehst du denn jetzt hin? Auf mein Zimmer? Jetzt bleib doch mal hier. Er wird doch nicht wiederkommen, aber ich möchte, dass ihr in nächster Zeit immer eure Handys dabei habt, damit ich euch erreichen kann. Und ich will vorher immer wissen, wohin er geht, ja? Oh. Ja, es wird nichts passieren. Ich fühle mich dann einfach besser, okay? Ja. Niklas, hast du das auch gehört? Ja. Er hat 2 Jahre und 3 Monate Haft dafür bekommen. Für Steuerhinterziehung bekommt man mehr. Wann wurde Herr Vossler denn entlassen? Das müssen Sie doch wissen. Das müssen Sie doch alles wissen. Nein. Als Sie ihn aufgehoben haben, waren Sie da allein? Oder waren Ihre Kinder bei Ihnen? Paula, meine Tochter Paula war dabei. Als Sie den Stein aufgehoben haben? Ja, also, nein, ich weiß das nicht. Ich glaube, sie ist dazugekommen. Ist das denn wichtig? Weil? Ich weiß noch nicht einmal, wo dieser Mensch jetzt lebt. Ich weiß überhaupt nichts von ihm. Aber ich fühle mich total ohnmächtig. Eltern wissen oft sehr viel über ihre Kinder. Selbst wenn die schon längst erwachsen sind. Hm? Moin, moin. Tag. Paket für Sie. Eine Unterschrift.
Zu wem wollen Sie denn? Erwin Possler, der wohnt doch hier. Ja, was wollen Sie denn von ihm? Tschüss. Tschüss. Ihnen was fragen, privat. Der ist gestorben, vor 3 Monaten schon. Hatte eine Lungenentzündung. Ja, so kann's gehen. Ne? Und der eigene Sohn ist nicht mal zur Beerdigung gekommen. Danke. Redest du mit dem Schwein? Er hat mich angesprochen. Ich stand da und habe auf dich gewartet und dann kam er und hat gefragt, ob er mal kurz mit mir sprechen kann. Worüber? Er wollte wissen, ob er die Chance hat, vielleicht vernünftig mit dir zu reden. Ja, genau. Ich habe ihm ganz automatisch die Hand gegeben. Das war blöd. Hey, es tut mir leid, okay? Hanna, ich hatte den Eindruck, er will keine Rache. Er hat damit abgeschlossen. Dreh bitte nicht gleich wieder durch. Er hat eigentlich einen ganz normalen Eindruck auf mich gemacht, einen ganz vernünftigen. Kannst du mir von Anfang an das... Stimmt doch oder etwa nicht? Wie kann man so naiv sein? Ja. Er ist charmant, er ist witzig, er ist... Verstehst du nicht? Das ist alles nur Fassade. Er kann sich perfekt verstellen, wie ein Chamäleon. Ich habe mich auf einen Menschen eingelassen, von dem ich nichts wusste, überhaupt nichts. Und meine Kinder müssen das jetzt ausbaden, das werfe ich mir am meisten vor. Hanna! Hey! Hanna! Willst du dich jetzt selbst vergleichen? Das ist doch gar nicht deine Art. Hör auf damit. Du hast ihn angezeigt, die Polizei wird sich drum kümmern und dann ist das vorbei. Herr Fossler ist in der fraglichen Zeit bei einem Bekannten gewesen. Er kann Ihre Fensterscheibe folglich nicht eingeschmissen haben. Das ist Unsinn. Das glaube ich nicht. Der kann doch alles behaupten. Wer ist der angebliche Bekannte? Ja, fahren Sie mich zu ihm, dann werden wir ja sehen. Dazu sind wir nicht berechtigt. Der lügt doch. Dasselbe behauptet Herr Fossler auch von Ihnen. Ja, natürlich. Ich lüge, ja? Und das glauben Sie ihm? Einen verurteilten Straftäter. Und die Vergewaltigung habe ich mir auch nur ausgedacht, oder was? Herr Fossler hat ebenfalls Anzeige gegen Sie erstattet. Wegen Körperverletzung. Was? Und Fahrerflucht. Herr Fossler fühlt sich von Ihnen zu Unrecht beschuldigt und verfolgt. Er hält Sie für paranoid. Leiden Sie unter Verfolgungswahn? Sind Sie irgendwie mitschuldig am Verhalten Ihres Ex-Freundes? Haben Sie ihn provoziert? Sie kennen mich doch, wieso? Verstehen Sie, alle, die nicht so gewogen sind wie ich, die werden Ihnen solche Fragen stellen und noch viel schlimmere. Das haben Sie doch gerade mitbekommen. Na gut, ich will überlegen, was ich machen kann. Vielleicht können wir bei diesem Telefonterror ansetzen, wenn er so blöd war, von seinem eigenen Apparat aus anzurufen. Er ist nicht dumm, er ist verschlagen. Ich weiß, beantragen Sie eine Geheimnummer, damit kommen wir leicht durch, ja? Aber wahrscheinlich macht ein Gerichtsbeschluss auch gar keinen Sinn. Also, dass er sich Ihnen und Ihren Kindern nicht nähern darf. Weil Sie müssen ihnen den Verstoß nämlich nachweisen. Das heißt, der Staat schützt die Verbrecher, nicht die Opfer. Ja, das ist absurd. Umkehr der Beweislast. Aber ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ja, aber irgendwas muss man ja machen können. Ja klar, aber erst dann, wenn Herr Fossler Sie tätlich angreift und Sie das zweifelsfrei beweisen können. Was soll das? Paula, es ist 2 Uhr. Ja, na und? Du hast am Telefon gesagt, dass du gleich nach Hause kommst. Das war vor einer Stunde, da mache ich mir vielleicht Sorgen. Ich brauche kein scheiß Kindermädchen. Jetzt steig ein. Kann
Wir müssen uns jetzt nicht so aufregen. Das ist so peinlich. Ja, aber du kommst jetzt mit nach Hause. Ich sitze doch schon. Warum fährst du nicht los? Gott. Ist dein Ernst? Na toll. Warum liest du diesen Scheiß überhaupt noch, den der Irre schreibt? Ist doch eh immer das Gleiche. Furchtbares Missverständnis, tragisch. Gott. Was? Ist doch eh wieder der Arsch. Hä? Hallo? Arschloch, nein, hab ich nicht von meiner Mutter. Komm, gib dir. Lass uns endlich in Ruhe, du krankes Babaseschwein! Hau ab, was soll ich dich? Bring dich zurück in den Knast, du glaubst gar nicht wie... Ja, das musste jetzt einfach immer gesagt werden. Der Kuss, dass ich auf der Party war. Was? Ja, der hat er gesagt, der verfolgt uns. Der beobachtet uns. Ja. Dann ist er mir die ganze Zeit hinterhergelaufen, oder was? Nein, das kann nicht sein. Er muss einfach vor der Tür gestanden haben. Der ist wahrscheinlich Darum nie hinterher gefahren. Warum kann er überhaupt noch bei uns anrufen? Ich denke, wir haben jetzt diese scheiß Geheimnummer. Ja, ich weiß nicht. Er muss sie irgendwie rausgekriegt haben. Ja, was willst du jetzt machen? Komm, geh ins Bett. Ich kann jetzt eh nicht schlafen. Es war kein Problem für meinen Anwalt, dich zu finden. Hör zu. Hör mir genau zu. Du lässt mich in Ruhe. Ich will nie wieder etwas von dir hören oder sehen. Hast du mich verstanden? Hör zu. Ich will keinen Krieg, ja? Hör auf damit! Ja, bitte? Das ist aber nicht so einfach. Hast du dir mal überlegt, dass du mein Leben zerstört hast? Ja. Weil du ein vollkommen gestörtes Verhältnis zu Männern hast? Ich glaube, du bist krank. Du bräuchtest mal professionelle Hilfe oder irgend sowas. Weil ich so frigide bin, ja? Wissen Sie eigentlich, dass Herr Vossler bis vor kurzem wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß? Wissen Sie das? Hallo. Ich suche mein Taschenmesser, das mit dem braunen Griff. Hast du das vielleicht gesehen? Ich muss das hier liegen gelassen haben. Ich hänge total an dem Ding. Muss vielleicht noch mal in der Küche nachgucken. Verschwinde. Verlass sofort die Wohnung. Nein, ich sage ja, ich suche mein Taschenmesser. Okay, ich rufe jetzt die Polizei. Woher hast du denn? Den hast du mir gegeben, als du mich noch geliebt hast. Kannst dich nicht mehr dran erinnern, was? Dabei hast du doch sonst immer alles im Griff. Und das hier hast du vergessen. Möchtest du den wiederhaben, dann musst du mich drum bitten. Freundlich. Deine abweisende Art ist total kontraproduktiv. Was hast du jetzt davon? Du dumme Sau! Was hast du jetzt davon? Jetzt bin ich meinen Job los! Nach deinem tollen Auftritt da! Das hast du ja toll hingekriegt! Schlüssel eingesteckt. Entschuldigung. Ich vergessen. Juristisch gesehen ist Herr Vossler nicht bei Ihnen eingebrochen. Er hat den Schlüssel zu Ihrer Wohnung.
den Sie ihm selbst ausgehändigt haben. Und Sie haben zuerst zugeschlagen, ist das korrekt? Ich wollte, dass er geht, er ist einfach nicht gegangen da. Woher wissen Sie das überhaupt? Schon seine zweite Anzeige gegen Sie. Er macht geltend, sich nur gewehrt zu haben. Steht also Aussage gegen Aussage. Ich habe sein Telefon überprüft. Die Anrufe bei Ihnen wurden nicht von seiner Nummer ausgetätigt. Objektiv haben wir einfach nichts gegen ihn in der Hand. Dieser Mann hat gedroht, sich an mir zu rächen. Er bedroht mich, er greift mich an. Das kann man noch überall sehen. Was brauchen Sie denn noch? Ich glaube Ihnen. Zu manchen meiner Kollegen. Bitte. Für alles, was Sie sagen, außer der gerichtlich festgestellten Vergewaltigung, aber die ist abgeurteilt, gibt es keinerlei Zeugen. Verstehen Sie? Für diese extreme Form des Stalkings, wenn Männer meinen, sich für angeblich erlittenes Unrecht rächen zu müssen, das ist ein sehr schweres Feld. Sie sind nicht die Einzige, glauben Sie mir. Ich begreife das nicht. Ich begreife das alles nicht. Vielleicht. Aber das sage ich jetzt ganz inoffiziell. Das ist das Beste, Sie würden in eine andere Stadt ziehen. Manchmal hört es dann auf. Papa, du darfst den Hausmüll nicht hier auf den Kompost schmeißen. So schlimm ist das nicht. Birnensaft. Damit du mir nicht verdurstest. Papa hat in letzter Zeit mal jemand angerufen und nach meiner Telefonnummer gefragt? Nein. Wieso? Moment. Doch. So ein netter Kollege von dir. Hat mir den Namen. Tut mir leid. Papa, wenn noch mal jemand anruft, dann. Der hat nicht angerufen. Der war hier. Der war hier? Ja, haben zusammen einen Kaffee getrunken. Hat sich sehr nett nach den Kindern erkundigt. Sanana, hast du Ärger mit dem Kollegen, oder? Ja, und wenn er noch mal hierher kommt, schickst du ihn weg. Hörst du? Was du da vorhin erzählt hast, dass es sein kann, dass du versetzt wirst in eine andere Stadt. Es wird nicht passieren, mach dir keine Sorgen. Mach mir keine Sorgen. Niklas ist auch schon da. Kannst du bitte aufstehen? Mama. Ich mache uns jetzt Mittagessen. Ich habe keinen Hunger. Mama, du musst irgendwann mal wieder... Niklas, geh! Mama, du musst irgendwann mal wieder aufstehen. Mama, steh auf! Mama, du musst aufstehen! Steh auf! Paula.
Da können wir später... Was? Hast du einen Arzt gerufen? Du musst... An der Hand. Ja, wo ist denn die Ersatzbrille? Verstecken hilft nicht. Hallo. Hallo. Nein, nicht mit dir. Ja, ich komme vorbei gleich. Okay? Du gehst nicht mehr zur Schule, du gehst nicht mehr an dein Telefon. Du willst nicht mehr, dass ich zu euch nach Hause komme. Du liegst den ganzen Tag im Bett und hast Angst. Stimmt doch gar nicht, wer sagt denn das? Deine Kinder reden mit mir. Sie kommen nicht damit klar, Hannah. Sie leiden darunter. Du blockst jeden Versuch von mir ab. Du brichst einfach den Kontakt ab. Merkst du das noch? Nur weil ich dir gesagt habe, dass du Hilfe brauchst? Wozu sind beste Freunde denn da, wenn sie sich nicht mal gegenseitig die Wahrheit sagen können? Hannah! Komm, pack dein Zeug fertig an und wir gehen Kaffee trinken. Ich muss die Kinder abholen. Ohne Brille kann ich meine Brille ja nun nicht finden. Bin ich über den Teppich gestolpert. Schon tausendmal gesagt, der Teppich ist gefährlich. Der muss da weg. Ich mach das gleich. Hat der Kollege von mir sich nochmal bei dir gemeldet? Wofür denn? Nein. Was mache ich jetzt, wenn ich die Brille nicht mehr finde? Sie muss ja irgendwo sein. Jetzt lass es doch. Wird schon gehen. Purzelchen. Sie riecht immer noch. Du hast damals eine halbe Flasche Parfum drüber gekippt. Die ganze Wohnung hat gestunken, als wir nach Hause gekommen sind. Es war ein sündhaft teures Parfum. Deine Mutter hätte dich am liebsten erwürgt. Aber das ist so lieb gesagt. Hier. Da warst du 4. Paula will sie sicher nicht mehr haben, aber du solltest sie in Ehren halten. Ja. Hanna, ich mach mir Sorgen um dich. Du bist so... Was ist los? Nichts. Denk dran, der Verband muss gewechselt werden. Weiß ich. Ich bin nur ein alter Mann, aber... Papa. Ich meine, nur, du kannst immer mit mir reden. Danke. Aber es ist nichts. Wirklich. Komm, und jetzt suchen wir die Brille. Ja.
Ich habe den Kindern erstmal nicht erzählt, was genau passiert ist. Mit Bernd. Ich dachte, das macht ihnen nur Angst. Und solange sie bei mir wohnen, sind sie ja eigentlich erstmal sicher. Ich will nach Hause zu den Kindern. Bisschen musst du dich noch gedulden. Die Ärzte haben gesagt, dass sie dich schon noch so eine Woche hier behalten wollen. Schreie. Hallo Paula. Hat deine Mutter dir erzählt? Ja, hat sie. Und jetzt gehen sie. Nein. Sie hat es dir nicht erzählt. Ich habe den Zusammenbruch kommen sehen. Ich habe ihr das an dem Abend auch noch gesagt, aber da war sie schon vollkommen panisch. Wovor hast du nur so eine Angst? Ich habe keine Angst. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Doch. Du hast Angst, weil deine Mutter dir das eingeredet hat. Dabei, was soll dir hier passieren? Ich meine, selbst wenn ich böse wäre. Ja. Es ist hier voller Leute, da unten wird Fußball gespielt. Und sie frisst dich jetzt auf, oder? Oder ich vergewaltige dich? Du bist doch widerlich. Das ist es doch, was du in mir siehst, ein Vergewaltiger. Dabei habe ich deiner Mutter überhaupt nichts getan. Wir haben einen sehr schönen Abend gehabt miteinander. Wir haben zusammen gelacht und dann bin ich ihr irgendwann zu nahe gekommen und deine Mutter erträgt keine Nähe, nicht von einem Mann. Das habe ich aber bis zu dem Moment nicht gewusst. Letztlich ist das, was deinem Vater und mir passiert ist, ja sehr ähnlich. Nur, dass er rechtzeitig gegangen ist. Du weißt doch überhaupt nichts über meinen Vater. Deine Mutter hat mir von ihm erzählt. Ich glaube, dass er deswegen gegangen ist, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Sie hat ihm einfach nicht vertraut. Vertraut er niemandem. Mir nicht und dir eben auch nicht, Paula. Annemie. Soll ich hier auf dich warten, was? Paula? Nein, ich hol Niklas ab. Nein, Mama, mit niemandem. Mann, ich bin in der Turnhalle, keine Ahnung, was weiß ich. Mama, ich muss jetzt die Klasse und schau. Los, du bist los, geh raus! Hier raus. Ich muss mit meiner Tochter reden. Sie können jetzt nicht raus. Sie müssen sich erstmal beruhigen. Doch, das kann ich. Ich bin freiwillig hier. Rufen Sie einen Arzt, Mann! Paula, wo bist du denn? Geh dran. Bitte, bitte, bitte. Halt! Warten Sie! Paula, wieso gehst du nicht an dein Handy? Ich bin noch rangegangen. Ich habe dich zurückgerufen. Du bist nicht mehr rangegangen. Du hast mit Bernd gesprochen. Ich habe doch seine Stimme erkannt. Ja? Sag mal, bist du denn irre? Nein, Mann, was bist du? Mann, der Mann ist krank. Der hat versucht, mich von der Brücke zu stürzen. Der wollte mich umbringen. Wie naiv bist du denn, dich mit dem einzulassen? Ich habe mich nicht mit dem eingelassen. Er hat mich einfach angesprochen. Denk doch mal eine Sekunde nach. Nur eine Sekunde. Du bringst uns alle in Gefahr. Mama, lass mich mit deinem hysterischen Scheiß in Ruhe. Du bist doch selber schuld, Mann. Ist doch so, ihr wart beide betrunken in der Nacht. Du hast gedacht, ich hab's genau gehört.
So weit kann es ja nicht her gewesen sein mit der angeblichen Vergewaltigung. Warum bist du nicht in der Klinik? Du hast recht, wir müssen weg. Komm. Und haben Sie eine einvernehmliche Lösung erzielt? Die Kinder werden ja sagen. Verstehe. Und das Problem mit Ihrem Herrn Vater? Das kriegen wir geregelt. Ich werde mich da weitgehend kümmern. Gut. Ja, die Anzeige wegen Körperverletzung und Fahrerflucht ist ja nun endgültig vom Tisch. Na dann. Also, Sie nehmen den Mädchennamen wieder an, Bauer, wofür aller Welsnamen doch so alles gut sind, was? Das ist aber in die Wege geleitet. Gut. Der ganze Papierkram, neue Krankenkasse und so weiter, alles unter dem Namen Bauer. Wo das nicht geht, also ich habe da mit Ihrer Freundin schon drüber gesprochen. Es gibt eine Postanschrift und ich habe ja eine weitreichende Vollmacht von Ihnen. Ich denke, das bekommen wir alles hin. Umzug. Keine öffentliche Umzugsfirma. Das müsste jemand machen, dem Sie absolut vertrauen und der möglichst nicht aus Ihrem näheren Umfeld stammt. Ja? Und so ein Antrag, dass ich Herrn Vossler, Hanna und den Kindern nicht mehr nähern darf, das... Damit sind wir doch schon mal grandios gescheitert. Und Frau Innings Psychiatrieaufenthalt ist da leider eher kontraproduktiv. Ja, ja, ich weiß, aber das ist so, ja? Und ich hab's ja gesagt, letztlich hilft das ja nicht viel. Die Polizei kann in so einem Fall erst etwas unternehmen, wenn Herr Vossler was getan hat. Und dann kann's zu spät sein. Frau Inning. Frau Bauer. Ich denke, Sie machen das Richtige. So schön, dass wir hierher gefahren sind. Hey, das wäre auch noch was. Was hast du denn? Wir sollten umziehen. Weg. Damit er keine Chance mehr hat, uns zu finden. Ja. Ja, und was bedeutet das für uns? Wir würden woanders hinziehen. An einen kleinen Ort am Meer. Wir nehmen einen Mädchennamen an und sagen niemandem, woher wir kommen. Beziehungsweise wir müssen uns irgendwas überlegen. Das hast du doch schon alles durchgeplant. Was heißt da geplant? Wir haben es mal durchgespielt, Chiara und ich, mit dem Anwalt. Es ist für jeden von uns sehr schwierig. Aber es ist die einzige Möglichkeit, den ganzen Wahnsinn endlich zu beenden. Paola, es ist erst entschieden, wenn wir alle drei das wirklich wollen. Ja, ich will das. Es würde aber bedeuten, dass wir wirklich jede Verbindung zu unseren Freunden beenden müssten. Wirklich jede. Mindestens für ein Jahr. Und Opa? Niemand dürfte wissen, wo wir sind. Wirklich niemand. Auch Opa nicht. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Versteht ihr? Das ist entscheidend. Paola, was meinst du? Was wird dann aus mir und Lukas? Willst du nicht doch einen Schluck? Lieber nicht. Muss ich wieder alleine trinken? Eigentlich wollte ich doch immer am Meer leben. Und jetzt das. Ja, das ist die Nummer von Jakob. Er will kein Geld für den Umzug. Er sagt, er kriegt den Laster von einem Kumpel, der kostet nichts. Das helfen die Leute, die du überhaupt nicht kennst. Hey. Hey.
Warte mal kurz. Ich möchte, dass du die hier hast. Bist du verrückt? Auf keinen Fall. Bitte nimm sie. Das ist ein Erbstück von meinem Vater. Nimm. Nein. Ich werde mich jetzt nicht groß verabschieden. Paula? Niklas? 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 Niklas, wach mal auf, bitte. Mit Toast gegessen. Toaster ist kaputt. Den repariert ja auch keiner mehr. Papa, ich bin versetzt worden. Wir müssen wegziehen. Ich weiß, das kommt jetzt sehr plötzlich, aber wir ziehen schon nächste Woche um. Es ging nicht anders. Papa, jetzt sag doch mal was. Ja. Wenn es gut ist für deine Frau, komm dann. Musst du das natürlich machen. Ich komme ja auch ganz gut zurecht. Du besuchst mich ja auch weiterhin, zumindest mittwochs. Das wird nicht gehen. Ich komme so oft, ich kann, aber es ist so weit weg. Es wohin bist du denn versetzt worden? Süddeutschland, Nürnberg. Chiara wird öfters vorbeikommen, das habe ich mit ihr abgesprochen. Du weißt, wer Chiara ist. Natürlich, deine etwas vorlaute Freundin. Hättest du die Kinder wirklich mitbringen können. Was wird denn aus den ganzen Beeren? Ich kann sie ja nicht mehr pflücken. Und Niklas mag sie so gern. Schön, dass du da warst. Ich freue mich. Jedes Mal. Auch wenn du immer mit mir schimpfst in letzter Zeit. Nein. Wiedersehen, Papa.
wäre es vielleicht blöd. Bei Frau Jansen habe ich immer alles verstanden. Machen Sie sich nichts draus. Sie wissen doch, in dem Alter ist alles Neue erstmal ganz, ganz schrecklich. Vielleicht habe ich es ja wirklich etwas kompliziert erklärt. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich hatte ja bis jetzt meistens eine Oberstufe. Ja, dass Sie letztlich überqualifiziert sind, das haben wir uns hier schon alle gedacht. Entschuldigen Sie. Hallo, Chiara, das ist ja schön. Was heißt das, er wirkt auf dich ein bisschen verwirrt? Ja, aber das kenne ich von ihm. Ist ja auch eine sehr lange Zeit für ihn. Er hat das ja gar nicht richtig verstanden. Ich weiß, ich sollte bald mal kommen. Bernd ist nicht bei ihm aufgetaucht, oder? Oder bei dir? Ich weiß, er vermisst uns, die Kinder. Schön, dass du mitgekommen bist. Was? Ich find's schön, dass du mitgekommen bist. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kenne doch keinen. Boah, da steht sogar ein Sofa drin. Oh, die ist so toll, die müssen wir unbedingt haben. Da können wir dann Matratzen reinlegen und dann schlafen. Ey, was ist denn das für ein Idiot, der überhaupt nichts mitmacht? Oh Mann, die ist so toll, die müssen wir unbedingt haben. Bitte. Meinst du? Und, wie findest du sie, Paula? Ja, ist schon ganz schön. So, dann haben wir 4,20. Danke. Und 80 zurück, Frau Lehrerin. Ich hätte noch eine Frage. Die Strandhütte östlich am Steg. Ich habe gehört, die gehört Ihnen? Noch meinem Vater, ja. Warum? Ich würde sie gern mieten. Mieten? Ja, ich hatte den Eindruck, sie steht leer und mein Sohn ist ganz begeistert. Ich dachte halt, Fragen kostet ja nichts. Naja, stimmt schon. Und ungenutzt ist sie. Aber das ist nicht ganz so einfach. Naja, war ja auch nur so eine Frage. Ich denke mal darüber nach. Das wäre nett. Was ist passiert? Kommen Sie, wollen Sie sich gleich hinsetzen? Bitte setzen Sie sich. Alles in Ordnung, danke. Ich weiß auch nicht. Ja, es war nur... Dankeschön. Hallo! Oh, schon angefangen. Hunger. Ich komme sofort. Müssen wir mindestens 10 cm höher hängen. Sonst sehe ich eure reizenden Gesichter ja gar nicht. Das wäre ja jammerschade. Was hast du? Gab's Ärger in der Schule? Die sind alle ganz blöd. Originalzitat. Warum? Na, weil sie blöd sind. Zitat Ende. Einer spinnt immer.
Nee, meine Mama wundert sich eh schon, was ich immer so geil daran finde, auf einem Ausflugsdampfer übers Meer zu schippern. Ja, was kann ich meiner Mama doch nicht sagen? Wir müssen uns langsam was Neues überlegen. Mann, Lukas, du spinnst. Ja, ich dich auch. Ich hab dich geküsst, Mann. Du bist schon ganz verschrumpelt. Okay, das war's dann jetzt. Können wir gehen? Du nervst. Tatam. Wie hast du das denn gemacht? Tja, die haben wir jetzt gemietet. Erstmal für eine Saison. Oh, danke. Danke, Mama. Danke. Bitte, gerne. Danke. So, mal sehen. Oh, guck mal, das Ölfass, das können wir als Tisch benutzen. Wow. Wir wohnen hier, wir übernachten hier. Wir... Guck mal, Angel. Die benutzt er ja gar nicht. Danke. Das freut mich, mein Schatz. Und das Zelt und die Schlafsäcke. Was? Vom Montag kriegst du den eh hier nicht mehr weg. Yeah, sehr professionell. Pfadfinderin. Guck mal, jetzt ist er wieder glücklich. Oh, das hätte ich mir gar nicht mehr vorstellen können, dass wir hier alle zusammensitzen. Aber es stimmt schon. Jedes Ende ist irgendwie auch eine neue Chance. Mama, es tut mir leid, was ich letztens in der Küche gesagt habe. Ey, ich war nur so wütend. Keine Ahnung. Ich weiß. Und es stimmt ja auch, wir haben am Anfang ziemlich rumgealbert und gelacht, aber ich weiß auch nicht, was es letztendlich zum Kippen gebracht hat. Bis heute nicht. Vielleicht. Ich habe ihm von deinem Vater erzählt, aber ich weiß nicht. Er hatte schon vorher manchmal solche Ausraster. Unersichtlichen Grund, einfach ohne Vorwarnung, als würde in deinem Kopf jemand einen Schalter umlegen und es steht ein fremder Mensch vor dir, ein ganz anderer, und seine Augen waren ganz anders. Ich habe versucht, mich zu wehren, und dann hat er mit seinen Knien mir so die Luft abgedrückt, mein Gesicht ins Kissen. Ich hab gedacht, ich ersticke. Mama, ich fahr doch manchmal mit dem Ausflugsdampfer, ne? Ich mach dann manchmal. Schau mal. Du hast denn nichts. Was ist denn da? Was ist er? Ui, die nennen wir Nemo. Morgen will ich Brötchen zum Frühstück. Und Marmelade und Cola. Ja, na klar. Du lass sie nicht so anleuchten, sonst kriegt er ein Herzinfarkt. Zeig mal. Wie hast du denn jetzt gefangen? Das schaff ich schon. Ist das ein Barsch? Ein Barsch. Warum bist du nur das letzte Mal einfach gegangen? Das war doch eigentlich ein ganz interessantes Gespräch, oder?
machst du denn, Paula? Ha ha ha!